So, willkommen beim Bonver Briefing. Heute hier aus der Küche mit mir, Niklas und Matteo. Versucht gerade in den Chat zu fixen. Haben wir Intro. Niklas und Matteo. Was war das? Ist das neu? War das geleckt oder war das neu? Das ist neu. Das ist ein Remix, Leute. So, wir haben Montag. Eine neue Woche bricht an. Wir brechen ab. Und wir schauen uns mit euch zusammen an, wie die letzte Woche vor der Sommerlan aussieht. Die Wosche. Woche. Wosche. Woche. Die letzte Wosche. Ich muss noch kurz den Chat aufmachen. Huch! Ich habe noch nie Wosche gesagt. Was war das denn? Ich weiß. Deswegen sage ich's. Woche. 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 Mann, wo ist der Chat? Ich habe ihn noch. Da ist er. Chat. Wo ist Chat? Warte, ich habe ihn gleich. Oh, das hat mir auch lange nicht mehr, dass beim Briefing erst der Stream angeht, ne? Ist irgendwie lustig. Stimmt. Hier hast du einen Chat. Ich hatte gestern den ersten Sonntag in diesem Jahr, glaube ich, wo ich der Erste bin, der streamt. Krass, ich erinnere mich sonst nicht an Sonntag, wo ich... Matteo, du hast ein bisschen Farbe bekommen. Warst du draußen? Ja, aber nur übergangsmäßig bin ich irgendwo hingelaufen immer. Und dabei war ich in Sonnenlicht. Wo bist du denn hingelaufen? Von mir zu einer U-Bahn-Haltestelle, von mir zu einem Rewe, vom Rewe wieder zurück. Und das war's. Dabei bist du braun geworden. Oder zumindest ein bisschen. Niklas, ich bin Italiener. Ich könnte theoretisch richtig braun werden. Ich könnte so braun werden. Das ist so unverschämt, ne? Ich könnte so braun werden wie Gino im Prinzip. Das wird meine Challenge. Ich bin die ganze Zeit draußen und was werde ich? Rot und dann wieder weiß. Ja gut, du bist aber auch, du bist Wikinger, Niklas. Die sind nicht dafür gemacht, in der Sonne zu sein. Mann, das ist so kacke. Hä, was ist denn... Was machst du denn? Ich würde es gerne so hinstellen. Dann stell es doch hin. Ja, das ist ein sehr guter Ratschlag. Ich glaube, es rutscht aber hier ab und dann klatscht das hin. Guck mal hier ist... Es ist übrigens heute gar nicht so warm in Hamburg. Nee, heute ist wieder angenehm. Gestern war einfach wieder krass Sommer. Ja, aber gestern auch schon, war es auch schon wieder ein bisschen kälter. Also ich war ja noch um 18 Uhr, war ich ja trainieren gestern tatsächlich. Boah, Samstag war ich ja feiern, da war ich auf dem 40. Geburtstag. Das war super. Echt? Komisch. Auf dem 40.? Ja, ja. Nee. Ich war der Jüngste. Wirklich? Und ich glaube, ich war der Einzige auf der Feier, der Single war. Also wirklich der Einzige. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja die schlechteste Party der Welt dann. Ja. Also, das ist ja im Prinzip. Aber Gerrit war da. Ja, okay. Gerrit ist nice. Ja, schon, aber. Gerrit feiern ist auch nice. Was, aber sonst. Schon? Puh, es war. Das war ganz komisch. Also, es war jetzt auch nicht schlimm oder so. Oh, geil. Das Schönste war, man konnte einfach nach Hause gehen, ohne dass einer ihn dumm anguckt. Ja, aber. Es sind schon Leute so um 11 teilweise gegangen. Ja, genau, weil die haben wahrscheinlich alle selber gedacht, so, wann können wir heimgehen? Wann können wir heimgehen? Man wartet immer bis der Erste. Oder man macht das einfach irgendwann so, wenn man älter wird, dass man früh nach Hause geht. Ja, aber früher war es bei mir auf den Partys so, immer, wenn ich heim wollte und hatte keinen Bock, dann entweder gibt es die Möglichkeit, sich nur beim Gastgeber zu verabschieden, so, ja, ich gehe jetzt, und dann raus. Mhm. Oder die bekommen es mit und dann, Mann, willst du nach Hause, Langweiler, Mann, komm, mal Party. Und ich so, nein. Ja, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Da hat sich halt einer verabschiedet und dann war das okay. Und dann, es lief ja auch erst Fußball noch, ne? Wir haben ein bisschen Fußball geguckt und so. Was war das für eine Fahrt? Geburtstag? Ja, es war ein Geburtstag von einem Kumpel von Gerrit, den ich aber mittlerweile auch ein bisschen kenne über Sport. Jan-Henrik heißt er. Okay. Dann macht er aber da saßen Sport. Einfach alle, haben was getrunken, was gegessen und Fußball geguckt, oder was? Ja, ja. Und also auch so ein paar. Also es waren schon echt viele Leute da und die Küche war auch voll und einen Balkon gab es und so. Und ich war auch überall mal und hab mit allem bisschen geredet, aber es war halt irgendwie, es hat sich irgendwie nicht nach Party angefühlt, sondern eher so nach irgendwie Mitarbeiterausflug oder ja, so. Ja, genau, so einfach, wo man sich. Also keiner hat sich daneben genommen, niemand. Das ist mega lame. Hat keiner über den Durst getrunken, also zumindest solange ich da war, außer vielleicht Gerrit. Aber das ist normal bei Gerrit. Ich war auch mal auf einer Party, also ich war irgendwann in einem Freundeskreis, wo dann die ersten Kinder bekommen haben und dann fangen die Partys an, keine Partys mehr zu sein, sondern... Ja, aber guck mal, da war zum Beispiel, Gerrits Sohn war zum Beispiel am Anfang da,
Aber dann ist halt seine Freundin irgendwann mit dem Kind abgehauen. Genau, aber so. Dann bleibt es trotzdem eine Kinderparty, weil der, das dann Mindset... Dann ist es schon eine Kinderparty. Ja, weil das Mindset ist dann von allen, oh, hier waren Kinder, ist es jetzt unangebracht. Aber da waren also wirklich nur bis 20 Uhr oder so. Ich war nicht mal da, also ich habe später nur dann... Das war wirklich nur ganz am Anfang. War. Dann musst du der Partybreaker sein, der dann die Stimmung bricht und einfach mal ein Bier auf Ex wegzicht und auf den Tisch haut. Ja, aber so. Das kann ich nicht mehr. Gerade bei gerade bei fremden Leuten bin ich ja jemand, der darf sich nicht in den Vordergrund spielen und Warum? Daneben benehmen. Hä? Weil das ja immer eskaliert ist in der Vergangenheit. Ja, aber genau deswegen macht man es ja. Ja, nee, aber das ist dann ja also unangenehm auch teilweise eskaliert und deswegen muss ich ja jetzt immer aufpassen. Na gut. Zum Beispiel bei der Abrissparty aus Ginos Wohnung vor zwei Hab oder ich gehört? Drei Jahren. Habe ich gehört. Ja, ja, da waren ja viele Fotos Leute gesehen, dabei, ja. Die haben danach dann wirklich gedacht, so ich bin so der letzte Assi. Und, ne? Ja. Aber da muss man auch dann fragen, warum geht man dann auf diese Party, auf die langweiligen? Dann kann man zu Hause bleiben. Weil ich fand das irgendwie nett, so als Abwechslung. Echt? Ich gehe einfach mal auf den 40-Jährigen also und guck mal, wie das wird, dachte da ich. Da wäre mir meine Freizeit zu kostbar. Das Komischste war, dann war da irgendwie noch so ein, Nee, kann ich jetzt nicht erzählen. Na gut. Ah, so, wir gucken mal ins Programm von letzter Woche. Wir haben nicht viel gestreamt. Wir haben ja ein bisschen gerade Pause bei uns. Weil nächste Woche fängt ja die Bon Jovi Sommerlan an. Deswegen können wir einmal hier auf dem Rechner und trotzdem einmal gucken, was letzte Woche passiert ist. Könnt ihr mal die Boxen einmal da aufdrehen, damit wir auch was hören? So. Kommt da überhaupt was? Ja, da kommt was. Let's go, Dino. Schlachten ihn. So. Schlachten ihn, ja. Oh mein Gott. Was passiert denn da? Ist er gestunt? Gino! Wach auf! Kann ich da rüber? Ich kann da nicht rüber. Oh Mann. Oh Gott! Die sind alle gestorben. Bosser, Gino, wach auf! Oh Gott. Gino! Gino, wach auf! Was ist da passiert? Da ist das Game verbuggt. Gino ist an die Wand geklatscht worden und war ohnmächtig und lag da und war mein letzter Falter. Und ich habe keine Ahnung. Das Spiel hatte ich habe gestern ja zum ersten Mal Domina gespielt. Ich kannte das ja gar nicht. Also nicht aus meinem. Also ich habe es zum ersten Mal gespielt halt. Ach, das war auch ein Clip von gestern, oder was? Ja, ja, das war von gestern. Und wir haben das Spiel mehrmals an seine Grenzen gebracht. War aber richtig geil, hat mega Bock gemacht. Ich habe auch immer eine Stunde lang zugesehen und mir hat es sehr gut gefallen mit dir. Muss ich echt sagen, das war wunderschön. Vielen das Dank, war wunderschön. Vielen Dank. Ja, aber Xandin ist leider gestorben direkt. Ja, muss man aber auch sagen, Xandin war der krasseste Fighter, den ich hatte. Ja. Ich hatte den in einen Pitfight geschickt und er rippt. Da kann ich aber auch nichts machen. Das tat mir echt leid. Aber du konntest in dem Kampf, wo er gestorben ist, konntest du noch zwei andere mit reinschicken. Das hast du nicht gemacht. Ja, aber da muss ganz ich sagen... Ganz strategischer, großer Fehler von dir, Matteo. Ja, aber da ich als Domina-Experte kann dir sagen, das hast du einfach falsch gemacht. Ja, aber ich habe Xanjin da überschätzt. Also Xanjin, wenn du das siehst, ne? Oder ist er im Chat scheiße? Sorry, Xanjin, ich habe nichts gesagt. Nächstes Mal. So, auf der 9. Im Neben sagt er so, bist du verliebt? Ich so, nee. Und ich bin so instant weg. Also so instant, dass er keine Chance hatte. Ich Vapiano. Genau, habe ich noch mein erstes Erlebnis in Vapiano erzählt. War strange. Ja, aber ist das wirklich passiert? Ja, Der Pizzabäcker hat dich gefragt, ob du verliebt bist. Ja, also die Vorgeschichte war, ich kam mit diesem Pieps-Ding, wo die Pizza drauf ist, hin. Die Karte, keine Ahnung. Und ich komme da so hin, nehme so die Pizza und habe das Piepsi noch in der Hand. Der meint so, er hat irgendwas gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden. So, ja, legen Sie das da rein in die Box. Und ich so, und ich wollte es da reinlegen, wo man es rausholt. Und dann war ich schon so verpeilt, so, hä, wo? Und er so, nein, hier. Und ich so, leg es dann da rein. Und dann im Umdrehen. Ach so, du meinst, das war dieser Empfänger, wo gesendet wurde, wenn deine Pizza fertig ist. Richtig, das Ding muss ich abgeben. Ah, ja. Und dann hat er gesagt, er so, bist du verliebt? Und ich so, ich habe schon in meinem Kopf, so, wo die Frage halb gestellt war, gedacht, hä, was ist das jetzt? Und ich wollte einfach nur weg. Habe so, nein. Und bin so weg und habe gar nicht die Pointe oder die Antwort abgewartet und bin einfach weg. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Vielleicht, weil ich so verpeilt war. Passiert das öfter, dass du sowas gefragt hast? Nein, ja, also das Ding ist, ich bin da nie draußen und dann passieren immer komische Sachen. Immer wenn ich mit Jens einkaufen gehe, übrigens, passiert immer irgendwas Dummes. Ich war einmal mit Jens einkaufen
ich habe so eine Papiertüte, pack meine Sachen rein, ich gehe von der Kasse weg, Papiertüte reißt auf, alles fällt auf den Boden. So instant, so, hey, what the fuck? Und dann mit der Unterschrift, genau, stimmt. Ich kaufe, was habt ihr da gekauft? Kartoffeln? Ich kaufe Kartoffeln, bin Jens wieder an der Kasse. Ich war dreimal einkaufen, dreimal ist richtiger Bullshit passiert. Waren an der Kasse, ich kaufe Kartoffeln, gebe meine Karte hin und meine Bankkarte sieht so aus. Da ist die Unterschrift weggerubbelt von meiner Tasche. Da ist keine Unterschrift. Hey, kannst du das nicht noch abziehen da? Nein, hör auf, mach meine Karte nicht kaputt. Ja, nein, aber da ist auch noch ein... Nein, habe ich weggemacht schon. Und habe ich drauf unterschrieben? Ja, safe. Jedenfalls ist meine Unterschrift auf meiner Bankkarte nicht da. Ich zeig meine Bankkarte nicht. Dann musst du mal mit einem Stift, wo das hält. Ja, drauf. Ich habe mit einem Kuli normalerweise, hält das ja. Und jedenfalls da keine Unterschrift drauf und ich gebe so meine Karte. Oder ein Portemonnaie, wäre auch was. Portemonnaie wäre geil. Aber ich habe seit ich 13 bin, kein Portemonnaie mehr oder so. Naja, du hast dein Bargeld immer so los. Bist du einer von denen, die das lose rumtragen? Ich habe so ein paar Kumpels noch. Bist du einer davon? Hä, hey, das wusste ich gar nicht. Hey, ich bin so, ich bin genauso. Du bist so einer. Genauso ein Typ. Genauso ein Typ. Muss ich nochmal gucken, was ich habe. Ja. Bei mir liegt einfach alles. Ich habe alles einfach so in meiner Tasche, so überall. Und jedenfalls waren wir in dieser Kasse. und ich sag, ja, hier meine Karte. Und dann zieht die das so durch. Und so, ja, ich brauche noch eine Unterschrift. Ich so, was, warum? Ja, haben Sie Ihren Perso dabei? Ich so, what the fuck, was ist denn jetzt los? Weil meine Karte unterschrieben ist und die muss die Identität halt nachprüfen, dass es wirklich meine Unterschrift ist. Das war mega. Was ist heute mit dem Licht los? Das Licht ist richtig schlecht gerade in der Küche. Es liegt an der Kamera. Die Kamera ist nur, ISO ist falsch, weil es so dunkel ist vom... ja, aber das ist doch auf, haben wir nicht hier auf automatisch das gestellt? Vielleicht ist das einfach nicht gut. Das weiß ich nicht. Die ist auf automatisch gerade. Kannst du die mal einstellen, Hamo? Danke. Ist gerade extrem dunkel, das Kamerabild. Licht ist okay so, Blende größer. Matteo könnte ein Buch schreiben, Alter. Ich kann schreib mal ein Buch. So, aber erstmal gucken wir, was letzte Woche passiert ist. Wir gucken mal Spruch auf drücken. Die 7. Nee, auf die 8. Auf der 8. Oh, Gino? Irgendwo da, nur etwas tiefer. Das ist, ich fühle mich hier wie beim ersten Mal. Ja, das, die Höhe passt ungefähr. Bisschen weiter östlich und viel tiefer. War wieder klar. Klassischer Gino. Ich suche aber weiter. Immer, überall wo ein Loch ist, komme ich auf jeden Fall safe rein. Das ist, was ist denn aber, was ist denn 100% Gino. Was ist denn Gino? Warum wird das immer direkt geklippt? Ja, weil es ist schon sein Image. So. Wenn er sowas, erstmal sagt er sowas oft und dann wird es aber auch direkt geklippt, weil das ist halt Gino. Hat Gino eigentlich Zelda durchgespielt? Er hat ja am Samstag hat er ja großes Zelda-Comeback gefeiert. Ja. Ne? Nachdem er es monatelang liegen lassen hat, hat Gino am Samstag, er wollte es durchspielen. Chat hat er es durch. Ja, er hat es durch. Er hat es durch. Finally. Gott nice. Sei Dank. Nice. Gott sei Dank. So, auf der 7. Brand heißt, hallo, Herr Pfanne. Ja, Mäntel hier, ja. Oh, Sie haben unseren Stream gesehen. Ja. Ja, ich bin sehr überzeugt von Ihrem Produkt. Eine Palette im Monat. Eine Palette im Monat. Kann ich Sie da beim Wort nehmen? Ist das bindend oder was? Ja. Nein. Nein, Gino ist im Paket nicht mit inbegriffen. Nein, nur Sie bekommen mein Gesicht, nicht Ginos. Gut, dann nicht. Einen schönen Abend noch. Ja, da habe ich Vertragsverhandlungen versucht. Oh, Partnerecke. Ja, Nein, wir sind nicht in der Partnerecke. Wir sind nicht in der Partnerecke. Ja, da habe ich versucht, Vertragsverhandlungen mit Pfanner abzuschließen. Irgendwie, dass wir die Wer war denn jetzt der Pfanner? Ja, der Eistee-Pfanner. Der was? Kennst du nicht den Pfanner-Eistee? Pfanne, Eistee. Ach, das ist die Marke? Ja. Pfanne? Pfanne heißen die. Die machen sehr guten Eistee. Kenne ich gar nicht. Und wir haben über Eistee geredet, weil ich ja im Ding. Ist das von einem Supermarkt? Gibt es auch in Supermärkten auf jeden Fall. Ein sehr gutes. Pfanne? Sehr guter Eistee. Ich kenne nur Lidl und Aldi Eistee, kenne ich. Ja, hat aber leider. Nee, Pfanne ist ein sehr geiler Eistee. Österreich. Österreich. Ja. Sehr, sehr toll. Ja, aber hat nicht funktioniert leider. Schade, ja, schade. Das war gut. Also ich hatte die fast dran, aber dann doch nicht. Zerstört, dann können wir da durchschießen. Aber die auch natürlich. Und wir können auch durchgucken. Oh, Rainbow Six. Meinst du jetzt von der Mira? So ein kleines rotes Gasfläschchen. Von Mira. Ja, genau. Mira.
Und warum muss man das Gasfläschchen zerschießen, damit man durch ein Fenster schießen kann? Physik? Ja, weil das Gasfläschchen hat den Druck, den das Fenster braucht, um aufrecht zu stehen, wie du das von jedem natürlichen Fenster kennst. Denn es gibt nur synthetische Fenster, die ohne Gas bestehen können. Deswegen nennt man die auch Gas-Amorphe. Vielen Dank. Danke, ich bin jetzt... Das war jetzt ASMR, Leute, warte, das war jetzt lustig? Warte, komm noch. Fandest du das lustig? Ja, ich fand's lustig. Okay. Bild ist wieder da. Warte, nein. Mach kurz, halt, mach die Augen zu kurz. Hört mal, nur hören. Genießt den Sound. Ich kriege Error, wenn ich meine Packs aufmache. Error. Das sind, bei mir sind die Errors in den Packs drin, das ist das Problem. Ja. Ich habe auch Error. Ja. So. Hey, ja, okay. Ja, das war Rainbow Six. Hat leider die Woche überhaupt nicht funktioniert, weil unser Spiel dauernd Errors bekommen hat. Echt? Ist das so verbuggt? Eigentlich nicht, aber irgendwie, es hat gar nicht. Wir haben alles probiert. Ja, keine Ahnung. Hat nicht funktioniert und dann haben wir danach direkt spontan einen Küchenstream gemacht. Hm, der war geiler. Ich mag Rainbow Six richtig gerne. Oh, ein Schwein. Echt? Magst du? Macht mega Bock, ja. Ich finde es richtig geil. Ja? Ja. Hast du gesehen, Shroud hat damit angefangen. Weil er bei uns gesehen hat. Ich habe Shroud geschrieben. Der ist voll am Abkacken. Echt? Mhm. Scheiße. Der stirbt die ganze Zeit nur. Fuck. Er ist auch ein schweres Spiel. Aber du killst ja schon alles, ne? Das stimmt. Das heißt, du bist besser als Shroud. Ja, das war ja schon lange. Das ist auch nicht schwer. Das ist nicht schwer, also ganz ehrlich. Ja. So, was hier passiert? Komm, lass da hingehen, lass da hingehen. Ich habe ein Schwein gehört. Wir müssen ja nicht in die Super... Oh. Was? Guck mal, wir müssen ja nicht super deep in die City rein, sondern nur vielleicht so am Rand. Guck mal, wollen wir den hier töten? Da ist eine Fabrik. Wo? Bist du? Oh, der tötet mich. Oh, oh was? Leon? Was war das? Der kommt nicht zu mir, oder? One Hit vom Eber? Ja. Ja, du darfst nicht Sachen angreifen, die gefährlich sind. Alter, wie hart ist denn das Game? Ja, warte. Das ist auch geil. Achtung. Ey, ist einfach eine Horde. Wow. What is happening? Oh mein Gott! Nicht in den Kaktus reinlaufen. Ja. Nimm das Medikit, jetzt sofort. Medikit rechtsklick. Oh mein Gott! Also, nochmal zur Erklärung. Also ich war gerade im MLG-Modus. Wir haben einen 24-Stunden-Stream gemacht, von Sonntag auf Montag. Aber das war noch von Montag, dann. Genau. Und da haben wir eine Challenge gemacht, dass wir 7 Days to Die auf Insane mit ganz vielen Zombies spielen. Das ist halt unfassbar schwer. Also, ah, okay, das war so, auch Insane. Genau, so ein Eber ist ein One-Hit. Jeder Zombie schlägt dich und stunt dich und bist eigentlich sofort tot. Und da haben wir halt, eine Zombie ist halt diesen fucking Baum hochgelaufen und von dem Baum runtergefallen und hat mich dann in so im Schlag gestunt. Und ich hatte halt noch 4 HP und hab versucht, da rauszukommen. Das war halt, na gut, muss man vielleicht dabei gewesen sein. Krass. Ja. Okay, ich sehe schon wieder FDL. Iron Blast. Warte, Leon, chill, please, chill. 2, drüber. Ja, mach ich. Noch ein Hit mit 1. Mach mit 1. Ja! Bang, Junge! No Pause! Alter, was geht ab? Hard No Pause! First Run! First Try einfach! What? Alter! Oh! Alter, fuck! Oh, Leute! Voll, wie krass war das denn jetzt am Ende? Voll der Skiller. Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, hier, ich wollte nochmal diese schöne Männerumarmung hier so ganz kurz einmal hervorheben. Hard No Pause! First Run! Ach, die war schon, oder? Oh, so weit. Oh mein Gott! Oh, Niklas. Mach's. Sorry, jetzt nochmal. Iron Blast. Warte, Leon, chill, please, chill. 2, drüber. Ja, mach ich. Noch ein Hit mit 1. Mach mit 1. Ja! Bang! Guck mal so. Ja. Einmal zuschlagen. Und jetzt so. Okay, was machen wir jetzt? Ja, Mann! No Pause! Alter, was geht ab? Okay, umarm. Ja. Und jetzt so drei Klopfer hinten auf dem Rücken. 1, 2. Ja, no! 2. Ja, ganz normal. Wie soll man, was soll man denn sonst noch? First try! Listen, first try! Try einfach! What? Alter! Oh! Alter, fuck!
Alter, oh Leute, fuck. Wie krass war das denn jetzt am Ende? Okay, das auf. Ist wie Dings. Tab 500%, no pause, never. Erste Mal durchspielen. Das ist viel einfacher. Hand drauf, ich schaff eher 500%. Okay. No pause. Okay, das muss aber ein richtig hoher Einsatz jetzt sein. Das wirst du niemals schaffen. Egal wie lange du das versuchst, du wirst niemals 500% in der Ehe schaffen. Und ich werde das nach. Na, sagen wir mal. Ja, okay, sehr mal. Nach? 30 Stunden. 30 Stunden? Ja, 30 Stunden Ingame werde ich das schaffen. 30 Stunden Ingame. Okay, wir machen es so. Wenn du das nach 30 Stunden Ingame schaffst, dann muss ich Tab, also ich mache erst danach, dann muss ich Tab, weil ich habe keinen Bock auf Tab. Ja, ich habe auch keinen Bock auf FDL. Mir läuft viel zu viel FDL im Programm. Okay. Weißt du, erst die große Klappe und dann ist wieder sowas. Nein, weil du schaffst das nicht. Ich schaff das, easy. Das schaffst du nicht. Na klar. Aber du würdest niemals The Abeyance 500% schaffen. Du würdest niemals Tab Hard No Pause schaffen. Tab habe ich schon. FDL No Pause. Klar würde ich das schaffen. Easy würde ich das schaffen. Aber ich will das nicht spielen. Ich finde das Spiel nicht schlecht oder ich will so, auch kein Tab spielen. Wir spielen halt alle das schon. So, okay, einigen wir uns auf, Niklas hat gewonnen. So, auf der 3. Nein. Oh, was ist hier los? Es darf nicht hell sein. Oh, Screamer! Oh Gott! Ey! Oh Gott, ich hab nicht mehr was gespielt! Du Fenner! Ey, Maurice! Ich hab mich jetzt schon erschrocken, ich hab nicht mal das Game gestartet. Ich hab nicht mal das Game. Tut mir. Ist mir egal, du bist ein Roboter, Mann. Was ist das? Soma? Okay, Chat. Halt euch fest. Ja, er ist jetzt tot und hat überhaupt keine Schmerzen mehr. Er ist jetzt komplett in seinem im Himmel und bei den anderen. Mit schönen Erinnerungen. Das ist gut. Der hätte sich sonst schon gequält. Nein, das ist nicht, das steht da unten nicht. Der hat sich schon so gequält. Ja, Horrorstream mit Gino am Samstag. Habe ich auch ein paar Mal reingeguckt, war richtig nice. Ich habe es leider verpasst, weil ich war ja auf dieser Feier. Oh. War es nice? Ja, war witzig. Was hat er alles gespielt? Ich glaube, er hat Zelda gespielt und dann hat er Soma gespielt. Ich glaube, das waren die beiden, die ich gesehen habe. Vielleicht hat er noch was gespielt, ich weiß es nicht. Gut. Hauke! Ah ja, Hauke. Emily ist auch da. Hallo, Emily. Oh. Matteo, auf geht's, wir schaffen's. First try, Perry. Jackson am Start. Diese Black Knights sind... Hä? Spielt ihr zu zweit an einem Controller? Oh, Niklas, das weißt du ja gar nicht. Nee. Leon und ich haben Dark Souls durchgespielt mit... Also, was heißt durchgespielt? Erstmal, wir haben den Endboss gemacht und die ganze Zeit im Arken-Modus, alle beide an einem Controller, jeder nur eine Hand. Und wir haben Gwyn, den letzten Endgegner, besiegt und wir haben dann im NG Plus bis... Ornstein und Smaug gespielt, haben die auch besiegt. Das ganze Spiel durchgeballert. In der Nacht im 24-Stunden-Stream. Und seid ihr jetzt fusioniert quasi? Ja, hat voll Bock gemacht. Richtige Noobs. Können nichts, treffen nichts, werden outgemoved. Den kenne ich auf jeden Fall. Da ist Eggwin drin, ne? Wir gehen durchs Fort Gate. Gwyn ist am Start. Ja. Perry Jackson geht rein und parryt ihn hart. Also nur gewinnen? Yeah. Ja, Gwyn war das. Oh ja, Leon. Oh, genau, perfekter so. Parry von Leon. Voll in die Eier. Oh. Wir visieren wieder ach, an. Ach stimmt, ihr habt den haben Knüppel keinen so gelevelt. Wir haben den Knüppel gelevelt und wir haben versucht alles zu parryen. Wird weggeflext. Ohne reiner rein. Ja, haben wir dann auch irgendwann besiegt. Und den habt ihr, ja, nicht schlecht. Und dann nochmal das ganze Spiel. Was könnte auf der 1 sein? Oh, es ist eine Küche, es ist in der Küche. Es ist in der Küche. Ich sage, es ist Küchenstream mit Gino Matteo und mir, glaube ich. Okay, wir schauen, was es ist. Du hast mich gerade voll aus der Kontrolle gebracht, ey. Voll aus dem Leben gehauen. Voll aus dem Leben gehauen. Deine mal Liegestütze, was? Deine mal Liegestütze? Was? Okay, warte, stopp! Dann hör auf, kurz auf! Wie viele Liegestütze schafft Daniel maximal?
Ich schreibe wie auf. Viel Lied? Wir schreiben es auf, sagen Sie mal. Aber hört, mit, sonst hört Daniel das. Aber mit Brust auf den Boden. Ja, genau. Brust, Boden berühren und wieder komplett hoch. Ist egal, nichts sagen, nichts sagen. Wir müssen beide aufschreiben. Er darf das nicht hören. Er darf vorher nicht wissen, was wir geschätzt haben. Du hast ja nichts getrunken. Du hast ja... Du hast dir nur 20 Gramm getrunken! Du hast dir nur 20 Gramm getrunken! Hey, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was, zurück, was ist gerade lustig? Warte, ich weiß du hast nicht. Was getrunken? Was hast du getrunken? Weiß ich nicht mehr. Ich hab gerade nicht aufgepasst, ich hab Chat gelesen. Irgendwas hast du getrunken und das ist gerade lustig. Was denn? Warte. Ich kann das nicht schätzen! Ich hab gesagt, ich kann das nicht einschätzen. Ach so. Ich hab überhaupt nichts getrunken. Ah ja, ich erkläre mal ganz kurz. Also, wir haben ja alles gewogen hier in der Küche, haben alles versucht, so gegeneinander zu spielen. Ja, ja, das habe ich ja mitbekommen. Und dann war die Wette, wir müssen die Tassen, die großen Tassen, die wir hier haben, mit Wasser auffüllen, sodass sie genau 1000 Gramm wiegen. Ja. Das war der erste Teil der Wette. Ja. Dann haben wir beide übers Ziel hinausgeschossen und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir das wegtrinken, was zu viel ist, um dann wieder auf 1000 Gramm zu kommen. So, und dann habe ich einfach, so, ich habe viel zu wenig getrunken und Gino hat sich darüber lustig gemacht, dass ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie viel, so und so viel Milliliter sind beim Trinken. Das war sehr muss man dabei gewesen sein. Ich habe das gesehen, ich fand das wirklich sehr gut. Ich habe auch geschrieben danach, bei uns im Channel geschrieben, ey, das war voll cool mit euch beiden in der Küche. Ja, hat auch voll Bock gemacht. Das wir haben echt richtig viel, wir haben alles gewogen, wir haben mich gemessen. Hat es einfach einen Stock gemacht, oder was? Ja! Hä, was? Schwerer? Fuck. Oder leichter als 280 Gramm. Das ist fucking schwer. Du musst halt sagen, ob du veränderst oder ob ich jetzt verändere. Jetzt schon Gucken auseinandergebaut. Ja, schwer oder leichter, das reicht ja. Ach so. Oh, ist der? Ist der wieder ganz? Genau, das ist ja das Schöne. Okay, das ist natürlich krass jetzt. Jetzt pass auf, das war das Krasseste. Alter, das ist richtig knapp dran. Das ist richtig nah dran. Ich sage leichter. Also leichter als 280 Gramm. Leichter als 280 Gramm. Wenn es schwerer als 280 ist, hast du gewonnen. Ja. Also 280 oder schwerer. Genau. Ich glaube, es ist leichter. Boah, fuck, ja, jetzt hast du leichter gesagt. Komm. Okay. Warte. Das ist schwerer. Ich bin so ein Arschloch. Ich hasse mich. Und? Warte. 280 ist nicht dein Ernst! Das war 278 IQ. Das war wirklich. Ja, das war sick. Das war sick. Ja, das war nice. Es war halt. Respekt. Es war improvisiert halt der Stream, weil, wie gesagt, Rainbow Six ging dann nicht. Und dann sind wir in die Küche gegangen. Das war viel geiler als Rainbow Six. Ja, aber Rainbow Six macht auch Spaß. Wir können nicht immer alles wiegen. Doch. Doch, na gut. Lass einfach alles nur noch wiegen. Okay, jetzt. Komm, wiegen jetzt erstmal Hauke als nächstes. Hauke ist da. Okay. Und dann Haukes Hund. Haukes Bart. Dann wiegen wir. Haukes was wiegt Emily? Hm. Oh mein Gott. Nicht sagen. Weißt du das? Emily, okay, du schätzt jetzt und ich schätze jetzt. Okay, sagen wir das. Nein, nicht sagen. Nein, du schreibst es auf und ich sag's dann. Und dann also, weißt du, das jetzige Gewicht? Ich kenne, wie Hunde wiegen, weiß ich. Ich kenne, wie Hunde wiegen. Okay, warte. Ich schreibe meine Zahl jetzt auf. Ja, schreib du deine Zahl auf. Und ich versuche, Emily in meinem Geist zu wiegen. Emily. Okay, ich sage, Emily wiegt so viel. Boah, ist das schwer. Ist echt schwer. Ist auch gerade. Ja, aber sage, wiegen sie ja nicht. Okay, ich sage, sie wiegt so viel. Okay. Ja. Okay, willst du auf der Seite aufschreiben? Nee, ich sage es jetzt und dann zeigst du deins. Ich sage, Emily wiegt 17 Kilo. Okay, ich habe gesagt 27 Kilo. 14 Kilo? Yes! Krass, da habe ich mich ja komplett verschätzt. Wie viel wiegt denn unser Hund? Weiß ich nicht. Was habt ihr denn? So ein Schäferhund. Ja, der wiegt vielleicht so 27 oder so. 14? Ich kenne gar nichts dran. Nice. Okay, ich gebe auf. Ich habe keine Chance in diesem Spiel gegen dich, Matteo. Matteo ist der Schätzmeister. Der Schätzmeister. Ja, also auch gesagt, er hätte auch komplett falsch geschätzt. Ja. So, wir schauen mal darauf, was diese Woche überhaupt ins Zahlen gebracht hat. Denn wir haben ja noch mal, was mit dem Schnelldurchlauf? Ach ja, stimmt, wir haben noch einen Schnelldurchlauf. Genau. Zack, gucken wir mal, ob wir was verpasst haben. Ja, so viel wurde nicht gestreamt.
Schauen wir mal. Also hier war noch 24-Stunden-Stream. Mhm. Da habt ihr zusammen sogar Mini-Metro gespielt. Genau, haben wir als Challenge gemacht. Dann Rainbow Six, das Rainbow ist auch noch alles 24-Stunden-Stream. Am genau. Montag habt ihr bis 18 Uhr ja abends durchgestreamt. Ja, da sehen wir dann das Briefing von letzter Woche, Briefing. Wo wir auch über die Husumlagen gesprochen haben. Ja, dann hat BRB hat kurz ein bisschen StarCraft gezockt, ja. Wurde dann später abgelöst wieder von Yoshi. Der hier Realm weiter gezockt hat. Ja. So, und dann müssten wir gleich auf Dienstag treffen. Yoshi FTL. Gab's noch Faster Than Light. Dienstag war dann Jens da. Es war Jens da. War das Dienstag? Ja, und dann hat Jens hat Domina gespielt. Jens hat auch Domina gespielt. Das ist ja gerade voll im Kommen, das Game hier. Das habe ich zum Beispiel nämlich gar nicht mitbekommen. So, Yoshi war auch da am Dienstag, hat dann weiter mit Realm gemacht. Und dann war irgendwann auch schon Mittwoch. Wahrscheinlich. Genau, da gab es, hier, das ist Rainbow Six, haben wir ein paar Matches gemacht, aber es ist immer jemand rausgedroppt oder es hat immer einen Error gegeben. Und danach müsste der Küchenstream eigentlich kommen, kann ich direkt weiterlaufen lassen. So, dann hier bei Küchenstream. Da habt ihr gewogen. Da haben wir gewogen, alles gewogen, gemessen. Okay. Haben alles stimmt, gemessen. Da habt ihr auch deine Größe nochmal gemessen. Genau. Und das dann war hier das Show, das habe ich gar nicht vergessen. Ah, das habe ich gesehen, das genau. War super nice. Dann gab es das Showmatch zwischen mir und Be Right Back. Wir haben Command & Conquer gespielt und es war echt spannend. Das waren echt schöne Matches, muss ich sagen. Das war richtig, also es war teilweise, dachte ich, fuck, wir verlieren das. Ja. Da habe ich auch noch ein Announcement. Es wird, die Fehde mit Be Right Back wird weitergehen und das nächste Spiel, in dem ich mich beefe, mit Be Right Back wird StarCraft 2 sein. Also ich werde gegen... StarCraft, da hast du doch gar keine Chance. Naja, bei Command & Conquer dachten auch alle, ich habe keine Chance. Also du hast ja sogar gewonnen, 3-1, ne? Ja. Aber da waren die Matches waren nicht sexy. Da waren zwei Matches dabei, die halt ultra knapp waren. So, danach gab es dann am Mittwoch noch eine Runde FTL zum Einschlafen. Genau. Eine längere FTL. Runde anscheinend. Oh, ja. Und dann Donnerstag das erste Social Workout von mir, habe ich mal probiert. Ich habe einfach mal irgendwas mit Sport gemacht und habe auch schon sehr viel Feedback bekommen. Danke dafür. Es gibt diesen Donnerstag auf jeden Fall das nächste Social Workout. Und dann gab es Mini-Metro an dem Abend. Genau, da gab es nämlich die Challenge, die Mini-Metro-Challenge habe ich da gemacht. Und ich habe versucht, mich in die Top 10 von der nächsten Map reinzuspielen, und zwar von Paris. Mhm. Und wir haben, glaube ich, Rang 3 worldwide erreicht. Ach, das mit echten Städten, oder was? Ja, das mit echten Städten. Ah, man muss dann die Dinger... Und ich habe Paris, sind wir jetzt schon Platz 3 auf. Also die habe ich jetzt abgehakt. Not bad. Ja, hat ziemlich Bock gemacht. Schon jetzt ein kleiner Skiller so langsam, ne? Also ja. Langsam. Dann hast du so ein paar Sachen, da bist du gar nicht so kacke. Danke. Und FDL natürlich. So, Gino dann am Samstag unterwegs. Freitag war frei. Samstag hat Gino erstmal Zelda beendet. Hat er ja lange Let's Played und jetzt auch mal den Abschluss gefunden. Mm-hmm. Und danach kam dann Ginos Horrornacht, wo er dann, Pizza gab es auch noch, Soma gespielt hat. Genau, hier sehen wir das gerade, kann man alles nachholen. Und dann am Sonntag gab es keinen Stream mit mir. Ich habe tatsächlich nur einmal das Social Workout gemacht diese Woche. Ansonsten habe ich die ganze Zeit andere Sachen gemacht. Genau. Und gestern gechillt. Und dann hat Matteo hier den Sonntag noch abends. Genau, Domina haben wir gestern gespielt und dann noch bis spät in die Nacht FTL. Ja. So, schauen wir mal. Jetzt kommen wir mal runter auf unserer Programmseite. Was war das in Zahlen? Oh, auf jeden Fall noch immer 85.556. Oh, krass. Ich hätte gedacht, es wird deutlich weniger gewesen. Schauen wir mal auf die einzelnen Tage. Ja, der Montag war natürlich sehr stark. Der hat das so ein bisschen noch gerettet hier. Genau, da haben wir. Weil da war ja noch 24-Stunden-Stream. Richtig. Ansonsten war der Donnerstag der stärkste Tag dieses Mal. Obwohl wir da auch erst um 16 Uhr angefangen haben. Sehr, sehr gut. Stimmt. Und Sonntag auf jeden Fall deutlich schwächer, weil eben vor dir niemand gestreamt hat. Genau, war eigentlich nur ein halber Tag. Aber an sich war der Sonntag wieder stark von den Zahlen her. Ja, muss ich auch sagen. Also gerade so bei Domina, da sind die Zahlen auch immer weiter gestiegen. Auch noch bevor wir Frontpage-Promo hatten. Genau. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ja, das kam auf jeden Fall richtig gut an mit dir. Ja, ich hab Ich muss auch sagen, das hat auch, also du warst auch irgendwie richtig gut drauf und das hat irgendwie alles gepasst in dem Stream. Fand ich sehr schön, muss ich auch mal sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja, genau, das war die letzte Woche. Wie gesagt, wir machen jetzt diese und die Woche davor sind wir schon ein bisschen kürzer getreten, was wirklich Zeit live angeht. Was vor allen Dingen daran liegt, dass die LAN ansteht und wir möchten, dass wir in Topform sind für die LAN dann ab nächster Woche. Dementsprechend ist der Programmplan für diese Woche auch relativ dünn besiedelt. Heute haben wir Gott sei Dank Hauke da, der uns noch mal ein bisschen Live-Zeit hier liefert. Hey, ja, Hauke heute eingesprungen, um hier uns noch ein bisschen mit seiner Präsenz zu beglücken. Vielen Dank dafür, Hauke. Genau, morgen geht es dann tatsächlich auch erst wieder um 18 Uhr los mit Matteo. Mhm.
Hast du da schon was geplant? Sehr wahrscheinlich will ich nochmal Domina spielen, weil ich habe das nämlich nicht geschafft gestern. Ich bin gestorben am Ende. Und deswegen werde ich noch einen Domina-Run machen. Ja. Ja, und sonst mal schauen, was sich so anbietet. So, am Mittwoch wird denn Gino da sein und spielt Nio. Tatsächlich. Auch ab 18 Uhr. Donnerstag gibt es dann das zweite Social Workout. Wie gesagt, das Format, das ist erstmal so mein Nebenbei-Projekt. Ich experimentiere da erstmal rum. Ich mache auch was für Anfänger. Auf jeden Fall habe ich mir schon gesagt, dass ich das weitermache. Mhm. Beim ersten Mal haben wir auch schon so ein kleines Anfänger-Workout gemacht. Und ich habe richtig Bock, das ganze Ding weiterzuentwickeln. Und experimentiere einfach zusammen mit euch rum. Seid einfach da, diesen Donnerstag wieder 16 bis 18 Uhr. Mhm. Danach übernimmt Matteo am Donnerstag. Genau, könnte sein, also je nachdem, ob es Leon wieder besser geht, weil Leon ist gerade krank, könnte es sein, dass Leon und ich da abends mal wieder PUBG spielen, weil letzte Woche gab es nicht eine Sekunde PUBG auf Bondra. Oh, das ist ja schrecklich. Das ist natürlich sehr schrecklich. Fehlt mir schon sehr. Ich würde das gerne mal mit Leon spielen. Und davor wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, aber ich habe noch ein anderes Spiel. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, ob ich das dann spielen werde. Ist eins von GOG. Aber rechnet erstmal mit nix bestimmten. So. Freitag denn ein Spiel, was ich mir gerade selbst angesehen habe, aber mit Gino, nämlich Octopath Traveler. Das ist, das sieht so ein bisschen oldschoolig aus, wie so ein klassisches. Ich weiß nicht, was ist das? Ist das ein RPG? So halt so wie die ersten Fantasy-Teile, so rundenbasiert. Mhm. Oder ne, so Pokémon-Kämpfe quasi. Das ist neu jetzt, oder? Genau, das ist ganz neu. Und das guckt Gino sich an. Ich hatte das auch auf dem Radar, aber ich habe mir das noch mal ein bisschen angesehen, ein bisschen Gameplay die letzten Tage und habe entschieden, dass es für mich persönlich nichts ist, weil ich bin halt nicht so der rundenbasierte RPG-Fan. Mhm. Also ich gucke das gerne, aber zum Selbstspielen habe ich da nicht so Bock drauf. Mhm. Aber ich kann mir das sehr gut mit Gino vorstellen. Mhm. Ja, das gibt es dann am Freitag. Und Sonntag, auch da, kein Stream mit mir. Wie gesagt, diese Woche bin ich auch noch mal nur für das Social Workout da. Ja, also am Sonntag muss ich auch sagen, ich weiß noch nicht wirklich, ob ich das streamen werde. Ich würde an deiner Stelle dann nicht streamen. Ja, weil das ist einfach, das ist der Tag jetzt vor der LAN und da würde ich eigentlich eher frei machen und dann mit voller Power in die LAN, weil wenn ich Sonntag streame, habe ich halt. Und du musst halt auch deinen Schlafrhythmus anpassen. Richtig, auch, ich muss meinen Schlafrhythmus anpassen. Das heißt eigentlich, der Sonntag ist. Wobei von der Zeit her geht das ja ganz gut, weil du streamst ja auch. Ja. Auf der LAN streamst du ja so von 20 bis irgendwann nachts. Ne? Ja, also ich muss. Also, und Sonntag ist auch WM-Finale. Okay, stream nicht, Leute. Ach stimmt, WM. Nee, ja, okay, also, aber guckt ihr mal das WM-Finale, ganz ehrlich. Ja, aber ich will das selber vielleicht gucken. Echt? Ja, okay. Ja, nee, also Sonntag mache ich, glaube ich, frei und dann kommt einfach die LAN, Leute. Dann gibt es mehr als genug Bondra genau. Für alle. Ab nächste Woche wird ihr wieder, denn ist der Ausnahmezustand. Da arbeiten wir natürlich alle auch gerade so ein bisschen drauf hin. Genau. Wir machen die Sommer-LAN und wir möchten da alle in Topform sein. Mit dabei werden sein Matteo, meine Wenigkeit. Jens ist natürlich mit dabei. Ja, jeden Tag Jens mit Luten Morgen und natürlich auch mit in den normalen Runden. Hauke wird mit am Start sein. Gino wird mitmachen. Yoshi wird mitmachen. Tasse ist da. Burner ist da. Andi ist sogar da. Oh, ja. Ricarda wird mit streamen. Oh, ja. Leon ist auch da. Und Chrissy wird sogar auch mit streamen. Und Maurice. Hat auch was vorbereitet für euch. Also 13 verschiedene Leute vor der Kamera werden euch 172 Stunden lang von Montag ab 18 Uhr mit ihrer Anwesenheit und Content beglücken. Ja, die nächste Runde der Bonjour Sommerlan ab Montag, unser großes Event, wo alles gerade so ein bisschen sich drauf zuspitzt. Deswegen, wie gesagt, diese beiden Wochen gerade und diese jetzt auch wieder die dritte. Nicht ganz so viel Content. Na, wir wollen die LAN richtig gut, wir wollen richtig gut delivern und danach geht es dann auch wieder ordentlich weiter. Hier wird gefragt, ob Be Right Back auch da ist. Konnten wir uns nicht leisten. Könnte sein, dass es einen Gastauftritt gibt. Ja, aber an sich hat die Gage einfach nicht gestimmt. Da haben wir uns nicht einigen können, leider. Aber ein bisschen zu viel verlangt, der Gute. Ne? Ja. Aber er ist auch viel wert mittlerweile. Das stimmt. Muss man sagen. Ist ja einer der größten Influencer, die wir hier in unserem Netzwerk haben. Ja, wollen wir mal gucken. Vielleicht kommt er noch, aber wir wollen euch da nichts versprechen. Ja. So, hier wurde gerade auch noch schon nach einem Showmatch mit Grubby gefragt. Mhm. Ich habe da jetzt erstmal nicht weiter nachgehakt, weil die Sache ist ja, ich spiele gerade noch zu Hause ab und zu ein Game zwischendurch, so als Abwechslung zu allem anderen, was ich gerade so mache. Aber
Ich will mir das aufbewahren für nach der LAN, muss ich sagen. Das habe ich halt gemerkt. Ich möchte das nach der LAN weiter anschieben. Deswegen habe ich jetzt auch erstmal nicht weiter genervt, ob wann und wie wir das machen, sondern das machen wir nach der LAN. Ja? Weil dann will ich auch wieder im Training sein und so weiter. Und was richtig cool wäre, wenn wir das Showmatch im neuen Patch machen, wenn der neue Patch gerade neu ist. Mm. Es gibt nämlich jetzt wieder in Warcraft 3 gerade ein PTR. Also ein, das ist ein Balance-Patch oder was? Genau, ein Public-Test-Stream mit einem Balance-Patch. Und der ändert alles, wirklich. Dann das kannst du Grammy schlagen. Das ganze Metagame wird gerade über den Haufen geworfen. Und ich gucke mir die ganze Zeit gerade schon den Patch an. Und, also ich spiele gerade auf dem PTR auch zu Hause. Mhm. Ja, das wird auch nach der LAN, werde ich auf jeden Fall auf dem PTR auch ein bisschen spielen hier und streamen. Mhm. Und Alter, es ist so abgefahren, was da alles gerade wieder möglich ist. Es wird so, ich kann dir gerade nichts erzählen, weil du verstehst nichts. Ich raff gar nichts. Aber das Geilste ist, Tauren sind im 1v1 wie der spielbar. Ball. Ich wusste es. Ich wusste es. Tauren, Leute. Tauren. Wer hätte das gedacht? Ja, keine Ahnung. Vielleicht kannst du... Denn du kannst dein Tauren-Totem jetzt schon auf Tier 2 bauen. Nein. Mhm. Gut. Und du hast Reinforced Defenses. Kannst du jetzt auch schon auf T2 erforschen. Nein, Niklas, das kann nicht sein. Kann dir niemand mehr die Borough... Das ist nicht mein Warcraft. Kann dir niemand mehr die Borough Das ist nicht mein Warcraft. Niemand. Ich sag's euch. Die ganze Early-Game-Scheiße. Das kann nicht sein. Von diesen, ne, von diesen Late-Night-Elves und Humans. Das alles einfach in Müll. Nein, das in ist Müll damit. Das ja? Quatsch. Ich werde Ork-Präsident. So. So. Genau, das ist dann aber nach der LAN. Nächste Woche erstmal die LAN. Wer noch nie was von unserer LAN gehört hat, unsere Sommer-LAN oder Winter-LAN ist ein Event, was einmal im halben Jahr ist, seit letztem Jahr. Also eigentlich gab es erst zwei. Das ist quasi die dritte, die dritte jetzt. Ne? Ja. Aber wir möchten das natürlich auch irgendwie so ein bisschen als Tradition machen. Und dort ist bisher immer das komplette Bonjour-Team zusammengekommen und hat einfach dafür gesorgt, dass über eine Woche hinweg durchgängig Programm ist. Das haben wir letztes Jahr eigentlich nur gemacht, so als dummen Witz für unser Crowdfunding. Stimmt. Falls irgendwie, ich glaube, bei 10.000 Euro haben wir das als Ziel gesetzt. Mhm. Dann haben wir gesagt, ach, 10.000 Euro nehmen wir eh nie ein. Ja. So, und haben dann unseren ersten 168-Stunden-Stream gemacht. Dann haben wir zu Silvester, beziehungsweise Weihnachten, zwischen Weihnachten und dann ne, Silvester rein, haben wir einen 170-Stunden-Stream gemacht. Und jetzt werden wir den Weltrekord weiter erhöhen und 172 Stunden live sein. Ab Montag 18 Uhr am Stück. Das wird einfach nur und krass. Alle sind dabei. Und wenn ihr nicht dabei seid, dann ist okay, aber seid dabei. So, genau, was haben wir auf der Liste heute? Also, es gibt ein paar Themen. Ich hole hier kurz mal meine Ordnung hervor. Also, über die Sommer-LAN haben wir gesprochen, aber das ist ja noch nicht alles, denn es gibt ja auch noch die Community-LAN, ja, nicht zu verwechseln mit der Sommer-LAN. Die Bonjour Community-LAN, die erste, wird stattfinden in Husum. Das ist an der Westküste in Schleswig-Holstein und zwar vom 6. bis 9. September. Und ich würde sagen, wir gehen da schon mal für die Partner-Ecke. Das hat ein bisschen mit Geld und so. So, wir kommen in der Partner-Ecke, wo es Werbung gibt. Und zwar die erste Werbung für unsere Sommer, nicht für unsere Sommer-LAN, haben wir gerade, für die Community-LAN in Husum. Ihr könnt in unserem Shop jetzt Tickets kaufen und bei dem ersten Event von uns dabei sein, dem ersten Offline-Event. Und ihr findet unseren Shop hier auf unserer Homepage einfach. Hier, hier, hier. Genau. Unter Shop habt ihr hier oben drin. So, und hier als allererstes, wenn ihr runterscrollt, seht ihr das aktuelle Ticket für die aktuelle Community-LAN, die dieses Jahr noch stattfinden wird. Für 80 Euro bekommt ihr Zugang zu unserer LAN. Wir sind dort ein Teil einer bestehenden LAN. Das wird für uns erstmal ein Experiment, nämlich der Nordisch oder Northern, ich bin mir nicht sicher, ich vertausche das immer, Gaming Convention, NGC kurz. Und wir haben natürlich Privilegien. Wir haben unseren eigenen Bereich, wo nur die Community rein kann. Und wir werden natürlich mit unserem Studio vor Ort sein und mit dem Bonjour Team. Und ihr könnt an diesem Event teilnehmen. Alle Informationen findet ihr hier. Und es gibt dort auch ein Video mit einem Rundgang. Simon und ich waren nämlich die Location besuchen und haben einmal alles gezeigt. Und hier findet ihr dann auch am Ende die Bereiche, wo nur Bonjour Besucher rein dürfen. Ja? Genau. Ihr findet hier auch einen kleinen Imagefilm von der NGC 2017, noch ein paar Bilder. Und ja, findet hier alle Informationen.
Genau, kommt mit, es gibt noch Tickets, kommt mit nach Husum, 6. bis 9. September. Dafür habe ich übrigens jetzt auch ein bisschen überlegt, was wir denn für ein Programm überhaupt machen wollen auf so einer LAN. Ne, denn das wird ja viele Leute wahrscheinlich auch interessieren. Und genau, ich habe mir hier also eine erste Auflistung gemacht und das Event fängt ja an am Donnerstag, das ist der 6.9., dann Freitag, 7.9., dann Samstag, 8.9. und dann Sonntag, 9.9. ist Ende, also wie so eine klassische LAN. Mhm. So, und ich überlege jetzt gerade, was machen wir für ein Programm? Und ich habe halt eigentlich Bock, vor allem auch auf Oldschool-Titel und ne, so am Donnerstag, gerade am Donnerstag, weil am Donnerstag ist ja so der Anreisetag, da werden auch noch nicht alle kommen, weil viele arbeiten noch und so, es ist immer so auf einer LAN, da kommt dann irgendwie so die Hälfte, kommt schon und die anderen reisen alle am Freitag an. Aber am Donnerstag würde ich gerne ab 20 Uhr starten, denn offiziell macht die LAN ab 18 Uhr, das heißt um 18 Uhr kommen irgendwann alle an, aber ab 20 Uhr fangen wir auch an wirklich zu zocken auf dem Stream und mit den Leuten und wir machen einfach einen CS1.6-Server. Gewinn nicht easy. So mit allen Leuten. Einfach ein CS1.6-Server. Was haltet ihr davon? Wo alle drauf können? Ja, ja, können alle drauf. Geil. So einen lokalen CS1.6-Server. An sowas hatte ich halt gedacht. Ja, das ist ja geil. Also es wäre erstmal schön oldschoolig starten. Dann ab 24 Uhr am ersten Tag, die Nacht, diese geht ja lang, so. Aber ab 24 Uhr würde ich gerne, und ich weiß noch nicht, ob es umsetzbar ist, es ist jetzt nur eine Idee, wir müssen da Leute drauf ansetzen, irgendwie ein Tassilo oder auch ein Hamu, weil das ist echt schwierig, aber ich habe schon ein YouTube-Tutorial gefunden, wie man das installieren kann tatsächlich. Man braucht dafür dann irgendwie eine Windows XP-Umgebung, um das spielen zu können. Weil in anderen Windows läuft das nicht, aber vielleicht gibt es noch andere Workarounds. Aber ich würde gerne einmal, weil das war eines meiner absoluten Lieblingsspiele damals auf LANs, das originale Trackmania mit allen spielen, die Bock haben. Ja. Und dann würde ich gerne ab 24 Uhr einfach einen Server starten, wo alle das mitspielen können. Vorweg müssen wir natürlich selbst noch irgendwie ein Tutorial machen, damit die Leute das überhaupt vorinstallieren natürlich. Können. Natürlich, ein YouTube-Tutorial. Logisch. Da hätte ich halt Bock drauf. Klappt eh nicht, wird hier gesagt. Ja, aber das ist doch der LAN-Spirit, oder? Wir können versuchen, alte Spiele zu installieren und vielleicht klappt's. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, dann geht's weiter. Dann ist ja Freitag und alle, die schon da sind, die werden dann irgendwann so um 11 oder so aufstehen, gehen kurz, holen sich mal Currywurst, Pommes und einen Burger oder so an der Kantine. So, und ab 12 kann man dann wieder so anfangen, was zu spielen, ne? Und was spielt man so an einem LAN-Nachmittag einfach? Genau, man spielt einfach Diablo 2 Lord of Destruction. Das ist halt mega geil. Und alle mit 100 Leuten auf einen Server. Okay, ich sag das so aber die ganze Zeit nur. Ist doch völlig offensichtlich. Wir gehen einfach alle mit 100 Leuten auf den Server und spielen einfach Diablo 2. Oder? So, dann um 20 Uhr am Freitag treffen sich einfach alle und spielen zusammen Warcraft 3 Fun Maps. Das klingt zum Beispiel gut. Aha. Ja, und also wir werden welche hosten, aber jeder soll auch welche hosten. Wenn wir wieder streamen, werden wir auch einfach in Maps von anderen reinjoinen. Wir werden andere selbst welche hosten. Aber ne, es gibt immer so feste Programmpunkte, wo halt jeder weiß, okay, jetzt geht das los. Gucke ich mal auf dem Stream, was die da machen, so kann ich irgendwo mitspielen oder kann ich selbst das organisieren und so weiter. Ne, und Warcraft 3 Fun Maps am Freitag. Nämlich als erster großer Programmpunkt, wenn alle wirklich da sind und so ein bisschen sich gewöhnt haben an die LAN, ne? So, und dann um 20 Uhr geht's los, einfach mit Warcraft 3 Fun Maps. So, und dann habe ich überlegt, wir müssen aber auch was Neues machen. Ich weiß nicht, ob es geil ist, aber ich habe dann gedacht, dass wir ab 24 Uhr einfach PUBG machen. Und zwar erstmal 50 gegen 50. Können wir so die Halle teilen? Genau, wir teilen das so die Halle. Halt richtig geil. So, wir machen so PUBG 50 gegen 50, ne, mit den Leuten, die da sind. Aber dann irgendwann so nach einer Stunde oder zwei machen wir auch noch ein paar andere Custom-Games-Konstellationen. Ne? Also so wie klassisch das auch bei uns auf dem Stream läuft. Ja, ja, ja. So als Nachtprogramm. Dann am Samstag, dem Haupttag der LAN, möchte ich sehr gerne Folgendes machen. Ich möchte gerne, ich weiß nicht, ob das überhaupt genutzt wird oder ankommt, aber ich möchte sehr gerne, möchte ich einmal ein Warcraft 3-Turnier machen. Egal, ob da jemand mitspielt, wenn ich der Einzige bin, der mitspielt. Gewonnen! Nee, aber ich möchte gerne ein Warcraft 3-Turnier machen und ich möchte auch gerne mitspielen und sobald ich rausfliege, das casten. Ja. Und gleichzeitig soll aber auch ein Command & Conquer Alarmstufe Rot 2-Tournament gestartet werden. Das will ich spielen! So, und das werden wir einfach starten an dem Tag.
Ja, und dann werden wir einfach, wir werden so einfach Spieler sein, die am Turnier mit teilnehmen und das auch streamen. Aber sobald dann halt auch so, wenn wir, falls wir halt rausfliegen und spätere Partien kommen, werden wir die Sachen auch einfach casten. Ich habe voll Bock, mal einen Conker zu casten. Siehst du, ich habe auch voll Bock, mal verteilt zu casten. Da hätte ich voll Bock drauf. Aber auch voll mitzuspielen. Du musst aber auch mitspielen. Ja, ne? Klar spiele ich. Ich will jetzt spielen. Ich werde eh nicht rausfliegen. Also wir starten zwei Turniere. Ich caste mich selbst. Genau, die laufen so nebenbei. Das ist nicht, also die muss nicht jeder mitmachen, so, ne? Aber jeder, der will und Bock hat, sich da zu probieren. So, aber dann würde ich sagen, am Samstag so ab 14 Uhr starten wir dann so mit der nächsten Tagesrunde. Ne? So, wir brauchen halt irgendwas chillig, wo alle zusammen was machen können. So, und da bin ich mir noch nicht sicher, aber ich hätte mega Bock, mit 100 Leuten auf einen Conan Exiles Server zu gehen, den ganzen Tag. Und dann so ein Bauprojekt, wo 100 Leute. Wo 100 Leute so eine Dings, ein gemeinsames Bauprojekt haben, das wäre halt mega geil. Und wir raiden einen Server, wir zerstören aber alles. Ja, da wäre ich auch dabei. Also als Idee, das ist noch nicht safe, aber was sagt ihr denn dazu? Stellt euch mal vor, wirklich alle, die zu LAN kommen, haben Conan Exiles und wir zocken das zusammen vor Ort. Mhm. Genau, das ist halt ein Problem. Es haben sicherlich auf jeden Fall noch nicht alle das Spiel. Na, das ist halt die Sache bei Conan Exiles. Das ist halt dann die Frage. Also da bin ich mir noch nicht sicher, aber ihr seht, in welche Richtung es geht, ja. Und dann am Samstag würde ich neben dem Warcraft 3-Turnier, was läuft, neben dem Command & Conquer-Turnier, was läuft, und dann starten wir halt irgendwann so unser Nachmittagsprogramm. Aber ne? Gibt es aber auch geile Vorschläge, Battlefield 1942 und sowas, das wäre geil. So alte Battlefields. Das ist EA, ne? Das bekommt man wahrscheinlich nicht mehr gespielt. Call of Duty, oh, das ist aber richtig Call geil. Of Duty, so kann alte man auch Shooter. Ja, ja. Also auf jeden Fall, Leute. In die Richtung soll es gehen. Aber ein so ein geiles Community-Ding, wo jeder mitbauen kann und mitmachen auch, ne? Würde ich halt auch geil finden. Also sowas wie Conan. Battlefield 1942 läuft, Niklas. Okay, gucke ich mir mal an auf jeden Fall. Serious Sam. Okay, Leute, ihr wisst aber, ihr seht, in dieser Richtung geht das ja. Und es wird auf jeden Fall festes Programm geben. Das ist hier der erste Entwurf, den ich vorstelle. Ich werde natürlich den noch weiter ausarbeiten. Oder Battlefield 3. Oh, ich hätte so Bock auf Battlefield 3. Am Samstagnacht gibt es dann ab 24 Uhr eventuell wieder PUBG, 50 gegen 50. Oder wir machen dann da eben was Neues, was gerade vorgeschlagen wird. Ich habe halt Bock auf Shooter. Aber das sind so die Slots so in dieser Region. Geht auch Unreal Tournament? Und ja, müssen wir halt gucken, was wir spielen können. Wir müssen das alles vorher testen, und zwar langfristig vorher testen, damit wir auch... Auf der LAN. Den Leuten, nee, dann funktioniert es nicht, weil dann... Nein, auf unserer. Achso, auf dieser LAN. Ja, auf dieser LAN testen wir. Wir können so Testings machen für die... Das ist eigentlich geil. Das ist eigentlich guter Content. Wir machen so Testruns, wo wir versuchen, Spiele zum Laufen zu bringen. UT ist initiiert. Noch immer? Nein. Das erste UT ist initiiert? Das 2003 nicht. Das ist geil. Das so, ich dann ist auf jeden Fall Sonntag. Und Sonntag gibt es kein festes Programm, weil am Samstag werden eh alle in die Nacht reinspielen und total fertig sein und im letzten Moment aufstehen, bevor alle abfahren oder halt durchmachen. Aber am Sonntag gibt es dann auf jeden Fall noch die beiden Finals vom Warcraft 3-Finale und vom Command & Conquer-Finale als Abschluss, wo dann alle zugucken können, live vor Ort, denn wir werden ja in unserem Studio dort sein, und vor unserem Studio stehen ganz viele Stuhlreihen, wo nur ihr Zugang zu habt, und ihr könnt jederzeit euch, ne, quasi vor den Stream, aber halt in echt vor euch setzen, natürlich auch mit Bildschirm und Ton und alles, und seht alles, aber seht uns auch gleichzeitig, wie wir da sitzen, und könnt euch einfach dahin chillen. Genau, das ist immer so ein erster Entwurf, ne? Weil ich habe halt überlegt, okay, was macht man denn jetzt zusammen auf der LAN? Und so würde ich das strukturieren, dass man immer so ein festes Game hat, so ab diesem Moment, so zack, jetzt wissen alle, okay, das kommt jetzt, gucke ich mal auf den Stream, wie läuft das jetzt, was passiert jetzt gerade, wo kann ich mitspielen, ne? Und dann wieder 6 oder 8 oder was weiß ich, viele Stunden später kommt dann der nächste Programmpunkt. Mhm. Und nebenbei laufen dann irgendwie noch so ein paar Turniere, so Warcraft 3 und Command & Conquer. Ja. Das ist so die Idee dahinter. Genau, meldet euch jetzt an. Wie gesagt, bonver.de/shop, 80 Euro das Ticket. Es gibt noch Tickets. Schlag zu, solange der Vorrat reicht. Insgesamt verkaufen wir 100 Tickets. So, dann sind wir noch immer in der Partner-Ecke. Jetzt gehen wir weiter. Wir sind nämlich gerade schon beim Shop. Und da kann ich euch noch mal was Neues zeigen jetzt hier. Ist das schon freigeschaltet, Hamu? Ja, dann gehen wir hier noch mal auf den Rechner. So, ich F5 jetzt einmal den... Shop. Oh. Und zwar haben wir jetzt hier. Was ist hier neu? Was ist hier neu? Das ist erstmal neu. Das Shirt ist noch weiter runtergesetzt. 20 Euro jetzt. Ja, ist der Abverkauf von dem Shirt. Falls ihr interessiert seid. Oh, hier Musik. Was? Musik?
Musik auf Bonjour? Bonjour Classics. So, wir haben hier erstmal zwei Alben freigegeben. Wir wollten das schon länger machen, aber sind jetzt mal gestartet endlich. Ja, Hamu hat das Ganze hier umgesetzt. Es gibt jetzt zwei der ersten Bonjour-Alben. Es werden noch mehr veröffentlicht. Wir haben schon andere vorbereitet, aber erstmal starten wir mit zweien. Ihr könnt jetzt für euch unsere Musik kaufen. Und aktuell gibt es einmal hier das Album Pausenmusik von, wie heißt der, Christoph? Mit das C? Paul Börner. Heißt der Christoph? Oder Christopher? Christopher? Ich nenne ihn immer nur Börner. Christoph? Christoph Paul Börner. Hier seht ihr, ihr könnt jetzt unsere Tracks kaufen, also eine weitere Möglichkeit, um uns zu unterstützen. Und falls ihr wirklich die Tracks geil findet, hier zuzuschlagen. Und ihr unterstützt nicht nur uns, sondern eben auch die Leute, die die Musik produziert haben. Ja. Der Börner wird hier Geld verdienen, ja, wenn ihr hier drüber kauft, um hier auch unsere Musikproduzenten zu unterstützen. Genau, wenn euch ein Track gefällt und ihr den auch für euch haben wollt, hier jetzt downloadbar als MP3 in 320er Bitrate. So, wir können ja auch mal reinhören. So, von der Pausenmusik, was habe ich lange nicht mehr gehört? Mach einen Song. Okay, den haben wir lange nicht mehr gehört. Ah, der ist das. So, was ein Chill-Out? Der nimmt mich voll an die LAN irgendwie, weiß nicht warum. Ah, den auch noch. Tell me your story. Ach, der. Geil. Oh, wie man die alle kennt. Das sind alles die Dings. Die erinnern mich voll krass an die Pausenmusik. Oh! Oh, die Oldschool. Der ist ja voll alt. Ja. Geil. Oh, was hier? Alle Tracks. Oh, wenn man alle kauft, ist vergünstigt. Okay. So, ah, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jens wartet hier auch die ganze Zeit. Der will gleich noch was erzählen. Aber wir überziehen ein bisschen. Ich wollte noch mal in die Bonjour Classics rein. Sag mal die Classics. Oh, StarCraft Song. StarCraft 2, Echtzeitstrategie. Geil. Der auch noch. Ja. Sollen wir mal runter nochmal? Ich will mal gucken. Krass, die ganzen Alben. Ah, das sind der. Das sind echt die Klassiker, ey. Roll und Knochen ist auch dabei. Wie nice. Oh, Trollen Knochen. X bekommt von ganz allein. Zusammen kann sie keiner stoppen. Kennen sie als Trollen Knochen. Wer hat den Rekord gebrochen? Trollen Knochen. Oh, geil, Afsa. Oh, nein. Feelings too. And that's why I keep them. Oh, my God. Zu cringy. Der muss viel teurer raus. I like your taste. I like your smell. Juicy. Okay. Juicy. Ja, voll geil. Eigentlich wollte ich auch noch was anderes ankündigen. Haben wir was denn mit der Hose? Haben wir die jetzt noch nicht? Ah, muss er noch freischalten. Okay, die gibt's aber. Ja, also jetzt in unserem Shop nicht nur Tickets für die erste Community LAN, nicht nur ein vergünstiges V-Neck-Shirt, ja, auf 20 Euro jetzt runter, sondern auch noch Musik. Wir werden jetzt hier unsere Musik anbieten und die Produzenten, also in dem Fall Yoshi hier bei den Bonjour Classics oder Burner, bei der Pausenmusik, bei diesem Album, verdienen was daran, dass ihr das hier rüber kauft. Ja? Ihr unterstützt also hier die Produzenten selbst. Hast du mir gerade so Thumbs Up gezeigt? Okay, dann F5 ich nochmal. So. Hallo? So, theoretisch sollte jetzt hier auch... Ah, oh, guckt mal da. Da hat sich ja der Dino reingeschlichen. Ein neues Supermodel im Shop. Oh, der Dino. Der Bonjour Sommerchill ist angekommen, kostet 35 Euro. Ja, unsere Chillhose mit aufgesticktem Logo. Die wohl bequemste Hose, die ich jemals anhatte. Jetzt zum richtig Abchillen im Sommer, Alter. Was eine geile Detailaufnahme hier. Oh, oh. 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 Ja, jetzt erhältlich 35 Euro. Solange der Vorrat reicht, schlag zu, liebe Leute, unterstützt uns. Habt ein geiles Kleidungsstück mit
Ja, Bonjour-Logo, was ihr so oft waschen könnt, wie ihr wollt, ist nämlich hier richtig in richtig geiler Qualität reingestickt, draufgestickt. Schwarz auf grau, auf hellgrau. Ja, Punkt. Punkt. Punkt, Punkt. Yes. So, dann sind wir, glaube ich, erstmal fertig mit Shop. Genau. GOG wollte ich noch kurz sagen. Bei GOG gibt es gerade einen Link. Haben wir da nicht einen Bot-Befehl für Warhammer? Ja, Gladius. Genau, Ausrufezeichen Gladius. Ihr könnt jetzt das neue Warhammer für 20%, 20% vergünstigt kaufen für die nächsten 2 Tage. Ich wollte das eigentlich auch spielen am Sonntag. Ich habe es aber leider nicht geschafft. Ja, ich habe erst gesagt, ich zock das, weil ich habe da voll Bock drauf. Aber ist halt gerade einfach zu viel. Aber ihr könnt das kaufen. Einfach Ausrufezeichen Gladius und dann findet ihr den Link. 20% vergünstigt. Warhammer 40k Gladius, neuer Teil. Schöne Strategie-Game. So, und dann hat Jens noch was vorzustellen über Loot Chest. Was gibt's über Loot Chest? Warte mal, Böndil schreibt gerade, und wieder nur in Kindergrößen die Hose. Was? Die gibt's nicht in allen Größen, das ist korrekt. Kindergrößen. Die Größen, die halt gingen da, ne? Ja, aber Größen, L ist doch keine Kindergröße. Wir haben auch XXL. Also mir passt, ich habe XL an, ich bin fett. Und das ist die gleiche Hosenqualität. Also XXL würde schon passen. So, darf ich jetzt mal hier vorstellen oder was? Hallo. Hab ich angemacht. Bist du überhaupt an? Hat sich mal an, war aber laut genug, wir haben es über unsere Mikro gehört. So, hallo, herzlich willkommen. Ich habe auch noch was vorzustellen. Ja, ich wollte jetzt euch bist nicht anschreien. Bist du einmal gemutet? Ich bin nicht mehr gemutet, jetzt nicht mehr. Hallo Chat. Hallo, ich habe auch noch was vorzustellen. Oh, warte mal, das mute ich nochmal, sonst haben wir gleich Feedback. Okay, jetzt. So, hallo. Also, da arbeite ich auch schon jetzt ein bisschen länger dran und zwar... Ich habe hier was für euch, und zwar eine Loot-Chest. Die ist jetzt noch leer, aber wir werden World-Exclusive, lieber Chat, World-Exclusive werden wir eine eigene Loot-Chest mit Loot-Chest zusammen bekommen. Die wird limitiert sein auf 150 Stück. Die wird es nur während der LAN zu kaufen geben. Und eine eigene Loot-Chest? Eine eigene Loot-Chest. Da werden mega geile Sachen drin sein, unter anderem ein T-Shirt. Fairtrade, Bio, bla bla bla, dass es nur in dieser Loot-Chest geben wird. Also sonst einmal drin, danach nie wieder. Das heißt, es wird nur für diesen Zeitraum in der Box sein, auf 150 limitiert. Die wird auf der LAN wird es freigeschaltet werden. Und da sind noch andere Sachen drin. Und zwar das ist noch lange nicht alles, Niklas. Gut, dass du fragst. Verraten, da ist noch was von Star Wars drin, das ist was von Nintendo drin und das ist was von Zelda drin. Und zusätzlich eine Kleinigkeit von MSI. Und jetzt halt euch fest, ihr macht sogar noch was Gutes, ja? Ihr macht sogar noch was Gutes, denn pro verkaufter Box wird ein Baum gepflanzt, zusammen mit Trees of Life. Also, wir kriegen unseren eigenen Bonjour-Baum, der wird quasi in eurem Namen gepflanzt und ihr könnt euch den dann später in dem Pflanzgebiet selber anschauen. Ihr habt dann sozusagen noch einen eigenen Baum. Also, Fairtrade-Shit, zusätzlich ein eigener Baum und eine eigene Loot-Chest. Geil, oder? Wir kriegen quasi unseren eigenen Bonjour-Park. Kann man ein paar weniger verkaufen? Okay, wir verkaufen nur 100. Nein, also im Endeffekt... der Verkaufspreis wird noch festgelegt, aber der wird unter 100 Euro liegen. Unter 2000 Euro. Genau, der wird unter 100 Euro liegen. Also, der wird zu der Bonjour-LAN. Nächste Woche wird das bekannt gegeben, ja, und der wird da direkt im Shop freigeschaltet werden. Das ist ja geil. Es wird unter 50 Euro kosten. So viel kann man schon mal sagen. Es wird also nicht super teuer sein. Also, erstens drin, mega geile Merch, den habe ich selber ausgesucht, den ich auch selber verwenden würde. Ja. Und das wird es so auch nicht wieder geben. Das wird es so auch nie wieder geben. Es wird nur für diese LAN geben. Zweitens, es werden dort Bio und Fairtrade und sogar vegane Aufkleber vom Bonjour drin sein. Die wird es auch so nie wieder geben. Die werden einmalig produziert. Und die T-Shirts. Hey, die will ich aber auch. Nein. Die will ich nochmal. Okay, vielleicht gucken wir nochmal. Aber und wir werden zusätzlich. Nein. Und wir werden einmalig das T-Shirt drin haben. Ja? Das wird es auch nur einmalig geben. Ja. Mhm. Geil. So viel schon mal gehypt hier. Und jetzt muss ich noch was für Loot morgen. Haben wir wieder Loot bekommen für Loot morgen. Jetzt haltet euch fest. Alter! Wir haben unter anderem eins der seltensten Tiere,
die es gibt in World of Warcraft, werden wir verlost. Und zwar einen Frostwolf-Welpling. Den gibt es so, der ist super selten, den gibt es so gar nicht zu kaufen. Bisher kannst du das confirmen? So, zusätzlich wird, das zeige ich später, das ist nämlich so geil, das zeige ich später. Jetzt kommt's. Wir kriegen von MSI, haben wir ultra geile Mäuse bekommen. Ja. Wow. Und jetzt zieht euch mal hier krasse Tastaturen. Hier, guck mal, das die sind richtig gut. Ohne Scheiß. Von Cherry, die kooperieren mit Cherry zusammen. Ach, geil. Richtige Cherry-Bones. Ja. Das ist nice. Hau rein. Hier nochmal. Und jetzt kommt's, das ist nicht nur alles. Das Alter. Verlosen wir alles bei Lootmong. Jetzt haltet euch fest. Oben drauf packen wir auch noch Mainboards für alle! Mainboards! Ich will das! Mann, ich brauche das wirklich zu Hause! Ich wollte das auch, ey! Bei meiner Tastatur ist das STRG weggebrochen. Was? So eine STRG spielen. Und jetzt kommt das Highlight. Die Sachen gruppiere. Jetzt kommt das absolute Highlight, liebe Freunde. Jetzt, ihr rastet jetzt schon aus! Aber das Highlight kommt jetzt! Haltet euch fest, Chat! Haltet euch fest! Oh, das ist ja nice. Haltet, ich warte darauf, bis ihr euch festhaltet. Achtung, haltet euch fest, Chat. Okay, haltet euch fest. Achtung, es gibt noch ein Ausmalbuch gratis dazu. Oh mein Gott. Da könnt ihr quasi selbst eure Lieblings-World of Warcraft-Figuren ausmalen. Was? Geil. No way. No way. Sick. Unbelievable. Ja, da gibt es nur eins von, oder was? Das ist nur eins von, das ist einmalig. Das ist das Einzige. Da steht aber Adult drauf. Ist ja, das ist nur für Erwachsene. Oh, zeig mal. Nackig drin? Zeig mal. Oh, mit. Oh, Brüste, mit? Freunde, hier sind Brüste, die darf ich leider nicht zeigen. Jeder weiß. Mit Alter, guck mal hier. Vorkommt. Ziemlich heiß. Oh, ja. Oh, Nippel. Zeig mal, was, Nippel? Ja. Uiuiui, Pandaren-Sex. Ja, ist überhaupt nicht edit. Nein, war gar kein Sex. Aber hier sind so tolle Sachen drin. Oh, ich will MSI-Sachen haben. Ja, wann kommen wir denn zum selber ausmalen. Das wird es nächste Woche alles unter anderem bei Loot morgens verlosen geben. So, das war's, liebe Freunde. Ich bin jetzt wieder raus und jetzt ist der Hauke zu sehen. Hä? Alle zwei Tastaturen werden verlost? Alle? Die eine Maus wird wirklich verlost? Krass. Die anderen krieg ich. Ja, also haltet euch fest, also denkt dran, ne, die Loot-Chests gibt es nächste Woche, 150 Stück wird es danach nie wieder geben. Ja, das wird so eine Art, also die wird nicht sofort verschickt, ja, weil die Sachen erst für euch extra produziert werden. Also wir haben ja nichts auf Lager. Also ihr werdet die bestellen und dann werdet ihr so wahrscheinlich Mitte August werdet ihr die dann bekommen, weil die extra Sachen extra für euch produziert werden. Ja, sobald die 150 Bestellungen eingegangen sind, werden die Sachen produziert und let's go. Ja, so. Geil. So. Ab Montag, das ist korrekt. Ab Montag. 150 nur, korrekt. Hui. So. Das war jetzt Partner-Ecke. Das ist echt viel. Können wir noch was zur Partner-Ecke sagen? In welchem Shop? In unserem Shop. Also im Bonjour-Shop. In unserem. Twitch Prime. Spiele. Oh, ganz wichtig, was Neues jetzt, ja? Hm? Wir waren ja auf der Twitch-Tour in Berlin und wir haben ja ganz viele Statistiken auch von Twitch selbst gehört. Mhm. Eine ganz wichtige Statistik, fast 50% aller Leute, die auf Twitch zuschauen, ja, inklusive unserem Channel jetzt gerade, haben keinen verifizierten Account auf Twitch. Also entweder gar keinen oder sie haben ihre E-Mail-Adresse nicht verbunden mit ihrem Account. Was? Liebe Freunde, wisst ihr, wie ihr uns ganz leicht supporten könnt? Ihr macht euch einfach einen Account oder verifiziert euren Account mit einer E-Mail-Adresse und folgt einfach unserem Kanal. Das ist alles. Braucht ihr kein Geld für ausgeben. Einfach nur mal 30 Sekunden hinsetzen, das kurz machen mit dem Account. Dann drückt ihr auf Follow und dann wächst unsere Zahl da. Ist das nicht toll? Und dann seht ihr auch immer, auch wenn ihr nicht gerade, dann könnt ihr euch einfach einloggen und seht einfach, dass wir gerade online sind. Ihr könnt dann auch mal mitschreiben und sowas. Ja, zusätzlich. Punkt. Ansonsten gibt es natürlich Amazon Prime oder Twitch Prime. Beziehungsweise wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr auch einen kostenfreien Sub vergeben im Monat. Ihr müsst ihn nur immer wieder erneuern. Und wir würden das natürlich sehr schön finden, wenn ihr euren Prime-Sub für unseren Kanal verwendet. Kostet euch nicht extra und wir bekommen ganz normal ein Sub hier gut geschrieben. Genau, ein Abonnement heißt das auf Deutsch. Ist das überhaupt Deutsch? Ein Abonnement ist Französisch. Nee, es kostet dann auch nichts tatsächlich. Ne? Also natürlich kostet Amazon Prime was oder Twitch Prime. Aber der Sub quasi, den habt ihr einfach dabei. Der ist ein Feature dabei. Davon. Ja. Genau. Jens klaut Loot? Nee. Jens verstaut den Loot nochmal wieder. Ja, ich verstau den Loot. Idioten. Ja.
Ansonsten, wie können wir das am besten supporten? Schaut einfach spätestens ab nächste Woche Montag unsere LAN. Ja, am besten ehemal mal leisen. Aber nächste Woche, das ist natürlich unser großes Baby, ja, die Sommerlan, die Sommerlan. Direkt nach der Fußball-WM. Ja, direkt nach der Fußball-WM. Ich sehe euch in Mexiko. Ja. So. Was ist mit der Partner-Ecke, oder hast du noch was? Hier wird gefragt, was, nee. Matteo, was trägst du für eine Hosengröße? Ich habe erst M anprobiert, aber ich habe gemerkt, ich habe einen fetten Arsch. Ich trage jetzt L. Das ist eigentlich, das kann nicht sein, weil ich trage L. Ja, haben wir den gleich fetten Arsch. Also ich trage immer L und in der Bonver Sommerchill-Hose trage ich auch L. Aber ich trage L auch. Ja, dann bist du, weiß ich nicht. Ich trage XL. Ich habe ein breites Jens Becken. XL. Ich trage XL, mein Hintern ist perfekt ausgefüllt in dieser Jogger. Ich habe ein breites Becken und einen, so einen Po. Hm. Da passt, das muss L, Leute. Habe ich jetzt das jetzt richtig verstanden? Am Montag 18 Uhr nächste Woche gibt es die Lootfest nur im Bonver Shop. Ja. Ja, hast du richtig verstanden. Für eine Woche. Ne, bis ausverkauft. Bis ausverkauft. Oder eine Woche. So. Gut, so. Das war's mit der Partner-Ecke jetzt. Wir sind aber jetzt auch schon durch. Raus aus der Partner-Ecke jetzt. Ja, wir überziehen auch schon. Wir überziehen. Ey, was ist das für eine... Ist die Transition smoother geworden? Ja. Das. Wir sind doch hier gerade so mit Gamma, mit Alpha-Key und so am rumexperimentieren, damit die Transitions besser werden. Da werden, Alter, hast du schon mal die, Alter, hast du noch gar nicht gesehen, ne? Alter, die Sommerladensachen von Andi, ne? Doch, hab ich gesehen. Alter, Vater, ne, der Andi. Hab ich gesehen. Andi ist einfach nur krass. Der Typ, ey, der ist einfach... Andi ist einfach nur krass. Andi ist einfach nur krass, ey. Ich weiß nicht, was ich mit Andi machen soll, der ist einfach zu krass. Einmal hier, wir können ihn anketten, wenn er hier ist. Oh, stimmt, das anketten und nie wieder weglassen. Ja, wir können auch seinen Ausweis klauen, dann kommt er nicht mehr aus Deutschland raus. Ah, das ist gut. Dann zwingen wir ihn immer zu streamen und ansonsten muss er hier Kunst für uns machen. Richtig, richtig. Weißt du eigentlich, dass Gino sich ein Schnurrbart stehen lassen muss, wenn er unseren Rasen nicht rasiert am Dienstag? Ja, was ist das denn? Also das muss ich jetzt nochmal kommentieren. Das ist einfach die schwächste Leistung, die ich von jemandem gesehen habe. Dass er eine Wette verliert und seinen Wetteinsatz nicht einlöst, obwohl er bei euch auch noch wohnen darf. Das geht halt überhaupt nicht. Ich dachte, klar. Die 90 Datteln zu essen war die schwächste Leistung, die von Gino jemals gesehen hat. Ja. Aber das jetzt. Band! Band! So, gut, alles klar. Aber ich glaube, das war's dann mit dem Brief für Links. Ja, ich lese nochmal Subs vor und dann sind wir durch. Genau, lese nochmal die Subs vor und dann kommt Los Haukos. Ja, heute Hauke am Start. Ja, Hauke hier am Status. Status. Ich lese mal Subs vor. So, ich fange hier an. Vor einer Stunde hat Sekia gesubbt für 6 Monate, schreibt Bond war kleiner als 3. Glenn Dunn hat gesubbt für 7 Monate und schreibt Bond war Liebe, Bond war Herz. Etorian hat für 6 Monate gesubbt und schreibt Hallo Ibims, ein halbes Jahr Sub, hat nur 12 Mark gekostet. Rayondo hat gesubbt. Fatality Master hat einen Sub gegiftet an Blockbuster HD bereits für den 5. Monat. Denzi hat gesubbt. Mal so hat gesubbt. Kira Holt. Für? Nein. Du musst raten. Warte, Kira Holt. Warte mal. Kira Holt. Ja. Hast du gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich sage Kira Holt 41 Monate. 44. Na was? 44 okay, Monate. Okay, das ist Bondra-Rekord. Ja. Das ist Bondra-Rekord. Das ist Rekord. 44 Monate Sub. Ist das die Tochter von Richter Holt? Ja, das ist korrekt. Ja. Kira Holt ist die Tochter von... Richter Holt. 44 Monate? 44 Monate? So lange gibt es doch Twitch gar nicht. So lange lebe ich doch noch gar nicht, oder? Warte mal. Ich dachte, ich wäre erst 30. Ja, vielen Dank, Kira Holt, für deinen so krassen, langen Support, ey. Aber vielen Dank natürlich auch an die anderen Subs, nämlich Hattrick Hero 17 hat gesubbt für 7 Monate. Tamvi hat gesubbt. Lorsch zum ersten Mal. Stups 93 zum ersten Mal. Imac für 11 Monate. Gebeutet für 9 Monate. Xalandran mit dem ersten Sub dabei. Mushinho auch mit dem ersten Sub, aber ein Tier 2 Sub direkt, also für 9,99. Mushinho nochmal, achso, nee, das war nur falsch angezeigt, doch nicht nur für 2 Monate, sondern für den 11. Monat bereits mit Tier 2 und schreibt, bald endlich ein ganzes Jahr, ich liebe euch alle, auch den tollen Chat, ganz viel Liebe für alle. Kleiner 3. Vielen Dank. Franzosenonkel hat gesubbt für 6 Monate. Schreibt, ist Bonja nun reich? Nein. Flo B7 hat gesubbt für 12 Monate und schreibt, das erste Jahr ist voll.
Pengkos hat gesubbt für 12 Monate. Goldboy90 hat gesubbt für 6 Monate und schreibt, spiel mal Herr der Ringe. Siam Mais SC2 hat gesubbt. Mushinho hat noch einen Sub gegiftet an Mental Mimicry für 19 Monate. Der kann ich meinen ja verschenken. Tambi hat gesubbt für 18 Monate und schreibt, Brennholzverleih. Mushinho hat noch einen Sub gegiftet an Kerak. Nice. Kann sein, dass ihr ausgelaufen seid. Kann sein, ja, sind alle ausgelaufen heute. Und Mushinho, der, ne? Danke! Braucht ihr gar nicht. Braucht ihr gar nicht. Lass mal unsere verschenken dann. Genau, Tammy, Mushinho. Rayondo hat gesagt für 6 Monate. Divisator für 8 Monate. Denzi hat gesagt für 7 Monate. Schreibt, wo ist das Zunderholz? Chipsy Chips hat gesagt für 7 Monate. Schreibt, ich will Matteo. Eric Makes Happy für 13 Monate. Sarab Barras hat gesubbt. Aureus mit Tier 2, also einem 999 Sub für 4 Monate, schreibt, danke für die schöne Unterhaltung und die prachtvollen Bärte. Danke, danke für das Kompliment an unseren Bärten. Und den Sub. Bogojing hat gesubbt für 7 Monate. Naozugi mit Tier 3, also 24,99er Sub für 29 Monate. Auch schon so lange dabei. Alter Schwede, ne? Bondra Herz, schreibt er. Vielen Dank, Naozugi. Syn 1509 hat gesubbt für 9 Monate und schreibt 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=9. Miro Teros hat gesubbt für 8 Monate und schreibt, im 8. Monat, bald ist es soweit, kleiner als 3. Petit 31 hat für 4 Monate gesubbt und schreibt, nur weiter so. Asmo für 20 Monate schreibt, wow, schon 20, kleiner als 3. Ast Monster hat gesagt für 4 Monate und schreibt, 4 Monate, das sind ja 8 Mark. Frozen Freak für 7 Monate schreibt, wup wup, ihr nice Boys and Girls. Hans Dampf hat gesagt für 14 Monate und schreibt, ich kenne, wie Niklas wiegt. Kaube Bebop hat gesagt 2 Monate und schreibt, hurra. Hess Heng für 3 Monate. Eismark 88 für 2 Monate schreibt, yeah, Husum ist ein netter Ort, da habe ich Verwandte. Geil, dann komm auf jeden Fall vorbei, Eismark 88. Quanteo 2 für 7 Monate, Evox 1992 für 5 Monate schreibt, wuhu, schon 5 Monate, Henry zieht die Jacke aus für 6 Monate, schreibt, Island Defense, kleiner als 3, Levent hat einen Euro Trinker da gelassen und schreibt, Factorio Server wäre richtig krass. Stimmt, für die LAN. Small hat gesagt für 7 Monate, stimmt, das wäre auch geil, wenn man so Nischen auf der LAN noch erschaffen ja, würde. Ja, für, ja. Ne? Das wäre auch, ja. BitGhost oder BitGhost für 22 Monate schreibt, Schnappzahl, Prost, Small für 7 Monate, Commander Rathley für 6 Monate, Nirvana 86 für 10 Monate und schreibt, Scheiß auf die Mainboards, ich will das Malbuch. Flexo hat gesagt, Bad Luck Gaming 92 für 6 Monate, Hi 143 für 6 Monate, Jumbo-Affe für 3 Monate schreibt kleiner als 3. Flow 05055 gesubbt. HS Pudding auch gesubbt. Hängematte für 11 Monate schreibt mit Twitch Prime könnt ihr Bondra kostenlos unterstützen. GG well played. Engol 16 hat auch mit Tier 3, also dem 2499 Sub, für 5 Monate gesubbt und schreibt bester Stream kleiner als 3. Wäre so gern mit bei der LAN, aber hab seit Ende letzten Jahres schon ein Festival auf dem Programm. Festival, kannst Karte verkaufen, kommst du LAN, ey. No excuse, ganz ehrlich. Der Siggi hat gesubbt für 6 Monate und schreibt Bonjour, Bonjour für die tolle Unterhaltung. Foviola hat gesubbt für 5 Monate. Magnus Weiß hat gesubbt. Lordi 1986 auch für 29 Monate, Alter, auch schon richtig lange dabei. Ferray für 9 Monate schreibt schon wieder einen Monat um. Wo geht die Zeit nur hin? Das muss irgendwo ein Leck sein. War Velo Sude für 2 Monate, Dog Sock oder Dogs OG für 10 Monate, Kratos 2206 für 20 Monate und schreibt, ihr seid gar nicht so schlecht. Vielen Dank. Danke. Mino 338 für 12 Monate macht das Jahr voll. Joe Rain 1975 mit Tier 2, also 999 Sub reingesubbt. Darko für 7 Monate schreibt, macht weiter so, Bonjour Herz. Erlixes. Ach, Early Access. Wird das? Mm. Ja, aber das ist so, das muss man nachdenken, weil das ist so, ne? Aber ja, Early Access für 17 Monate schreibt Beste Kotetent EU West. West D. WRSD.
Schinksrei hat gesagt für 13 Monate und schreibt, Schinksrei hat gerade ein Abonnement mit Twitch Prime vorgenommen, hat für 45 Monate abonniert. Das stimmt nicht, 13 Monate. So kriegst du mich nicht, Schinksrei. Danke für deine 13 Monate. Black Swarm für 8 Monate schreibt, hoffentlich liest das Niklas wieder so komisch vor. Oh, sorry. Black Swarm hat gesagt für 8 Monate und schreibt, hoffentlich liest das Niklas wieder so komisch vor. Mr. Karupika hat für 7 Monate gesubbt und schreibt, extra Urlaub genommen für die LAN. Kann losgehen. Bonfire, das ist der Spirit. Das ist der Spirit, Mr. Karupika. Du bist es. Nehmt euch ein Vorbild an, Mr. Karupika. Ja, ihr alle. Alle anderen nur Excuses hier. So. Lyrons hat gesagt, für 16 Monate schreibt, ihr seid der Grund, weshalb ich Amazon Prime habe. Bonschwakappa. Xalandran hat für 7 Monate gesagt und schreibt, Bon war es leider geil. Umikaze 90 für 8 Monate gesagt und schreibt, jetzt werdet doch mal fertig, wir wollen Hauke singen. Ja, sorry, was soll ich machen? Ihr hört einfach nicht auf schon wieder. Port Gas McG für 10 Monate schreibt, ein paar Millionen Bäume wachsen jedes Jahr aufgrund der Tatsache, dass Eichhörnchen vergessen, wo sie ihre Nüsse versteckt haben. True Story, in meinem Garten sind auch jeden Winter Eichhörnchen und jeden Winter vergessen die etliche Nüsse, aber das ist noch nie ein Baum draus gewachsen. Ja, weil du Rasen mähst. Mian Juschen hat gesagt, Mr. Spark ebenfalls, Betty brought up 10 Euro Trinkgeld, schreibt, muss mal sein, vielen Dank. Westlay für 5 Monate, fast ein halbes Jahr. Everytime TI hat einen Sub gegiftet an Rocket Beans TV, es ist auch Sub hier. Oh. Barrickson für 9 Monate schreibt, Paragraph 307 StGB, Absatz 1, wer es unternimmt, durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeizuführen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Nur 5? Hä? Man kann mit 5 Jahren Freiheitsstrafe davonkommen, wenn man eine Atombombe zündet? Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Danke für die Info. Weed Tiger für 9 Monate schreit Bonjour Lang gleich RIP Uni. Shingoman, ebenfalls gesubbt, Leo Candies für 11 Monate, Weltraumputze für 19 Monate, schreibt, ich freue mich auf die LAN. Norshi für 2 Monate, schreibt, bester Stream, bereichert meinen Tag, macht weiter so. Eat, Move, Play für 20 Monate, schreibt, ich habe mir Dino mit der kurzen Hose bestellt, also eurem Menschenhandelportal ist der echt günstig, danke. Level hat noch einen Euro Trinkgeld erlassen und schreibt, die Factorio, die ist von mir, Bon Valar. Nee, ist von Jens, oder? War die nicht von Jens? War die Jens Idee. Scuzzlebutt hat gesagt, Overdose 47 auch. Sayanara 232 für 11 Monate schreibt, hallo Hauke! Spannungsabfall für 19 Monate schreibt, zum Glück gibt's Dosenravioli. Alter, was ist denn, Leute? Hört doch mal auf hier, ey. Joe Rain 1975 lässt 50 Euro Trinkgeld da. Was? Und schreibt, tolle Jungs und Junginnen, tolles Programm. Weiter so. Vielen Dank, Joe Rain. Levin lässt nochmal 10 Euro Trinkgeld da und schreibt, und hier noch 10 Euro wegen der Liebe. Vielen Dank, vielen Dank. Bad Bones hat einen Sub gegiftet an Scorpion88. Imrail92 hat gesagt, für 6 Monate schreibt, die LAN wird so geil, ich freue mich sehr. Juan Tanamo, aber auseinandergeschrieben, hat für 2 Monate gesubbt. Iron Tony 137 für 17 Monate, ist das Daniel? Ja. Schreibt, Matteo könnte dir auch mal helfen beim Subs vorlesen. Mach ich doch. Eaglehaar hat gesubbt. Das ist ein Definity-Stream, hat für 11 Monate gesagt und schreibt, zu wie viel Prozent ist Matteo Fake-Italiener? Zu 100 Fake? Chingoman hat 1 Euro Trinkgeld da gelassen und schreibt, TK-Pizza for the win und jetzt noch am Ende Furanki-Senpai. Für 8 Monate schreibt, atmen, Niklas, atmen. Das war's. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Leute. Dank. Vielen Dank für die ganzen vielen Subs. Vielen Dank für jetzt die ganze Unterstützung. Jetzt kommt Hauke. Ja. Jetzt kommt Hauke. Bleibt dran. Wir verabschieden uns mit den letzten Worten aus der Community. Und dieses Mal kommen sie von Ansuil. Und Ansuil sagt, hast du Haschisch in der Tasche, hast du immer was zu nasche.